So, wir haben hier mal drei Fichten zu fällen. Da ist der Container, die Jungs bereiten sich vor und da sind die Fichten. Zwei Leute schneiden runter, zwei Leute machen Päckchen. Ein Mann, ein Pferd zieht alles nach vorne und zieht es in den Container. Und da kann ich es noch mal klein machen. Da müsste das eigentlich soweit funktionieren. Meckert schon. Gustl, ist alles gut. Ich bereite mir den Container vor, dass ich mit dem Gustl das Zeug reinziehen kann. Machen wir jetzt eine schöne Umlenkrolle hier rein. Langsam, Robert. Langsam. Brrr. Halt. Gut. Zurück. 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 Halt. Und schnell. Steh, komm gleich mit. Halt.
Das hast du gut gemacht. Du bist ein guter Mann. Jawohl. Bleib stehen. Soll ich dich erstmal so mit? Komm mal zu. Hey, langsam. Hier. Und das kann ich nicht machen. Halt. So. Dann ist hier aber nicht anders. Komm mal kurz.
du bist ja kein Dummkopf. Irgendwie hatte ich den Knoten nicht richtig fest vom Strick. Da ist er mal losmarschiert. Jetzt habe ich den Strick einfach neben festgebunden. Solange es Gras gibt, haut er eh nicht ab. Und wenn man sie nicht überlastet und ärgert. Aber wenn ihr dein Pferd ausbüchselt, dann hast du es meistens geärgert. Weil das Einzige, was sie ja können. Die können dich nicht beißen. Doch, wir können auch beißen und treten, aber Flucht ist das Erste, was sie macht. Dann frisst du mal ein Gras. Hm? Aber wir müssen gleich weiterarbeiten, Spätzchen. Die anderen haben schon wieder viel Material gemacht. Dann müssen wir dir mal Luft verschaffen. Sonst kommen wir nicht hinterher. Hast du gehört? Du kannst dann danach nochmal Gras fressen. Wir müssen gleich was arbeiten, Spätzchen. Dass sie sich ein bisschen darauf vorbereiten. Hier liegt überall Müll rum. Leute, Leute, Leute. Muss das so sein? Bestimmt auch noch irgendwo auf einen gelben Sack von geflogen, wenn es die irgendwo aufreißt. Billige gelbe Säcke, die dann irgendwo draußen aufreißen oder Tiere, die aufreißen, Waschbären und dann fliegt es euch. Machen wir den Spinner. Kuskel, wir müssen mal weitermachen. So, 2 Stunden später. Ja. Und ein halb voller Container. Wink mal! Ein Container haben wir. Der wird jetzt schon wieder leer gemacht und dann geht es weiter im Text. Kurze Pause. Alles gut, Spätzle. Alles gut, Gustl. Alles gut. So, zu unserem Glück kommt er nachher noch mit dem Kran. Dann braucht er mich nämlich nicht alles reinziehen, sondern ich kann halt auch was nebenhin legen. Dann kann er von oben beladen. Das passt uns gut. Gell? Kommen wir auch ein bisschen schneller den anderen hinterher. Schon streng 2 Leute am Schneiden und runter arbeiten und einer schafft weg. Aber es passt. Geht.
Die Konkurrenz trifft dich. Den kannst du noch breit machen, gell? Ja, ja. Einfach darüber geklettert.
So, die zwei bereiten jetzt den letzten Baum noch vor, dass wir den ein Stück runter kriegen. Ganze Stücke mit Äste. Halten, halten, halten. Kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. Komm lassen, ja, komm lassen. Komm lassen. Komm lassen. Seil raus, klein schneiden. Abdürfen. Rum hin, ne? Ja, es passt. So, es ist aber wieder durchgefegt hier. Ja. Da geht's hin. So, next one. Du kannst abblasen ein bisschen. Vorsichtig. Kannst du den so halten? Gut, warte mal. Ja. Kommt mal einer her hier, dann kann man. Ja. Lass mal so halten, dann können wir erstmal ein bisschen entatmen, ne?
Schneiden wir noch mal ein bisschen nach, dass es tiefer kommt. Hier wird schon mal ordentlich sauber gemacht. Hier noch mal den Rest der Kappen wieder rein. Und